Ja, da hast du recht, Braxy. Wir sollten uns einen schönen Ort aussuchen, wo wir an... Braxy? Braxy! Braxy, wo bist du hin? Nein, ich habe meinen besten Freund Braxy verloren. Und wenn ihr ihn irgendwo seht, Freunde, müsst ihr das jetzt in die Kommentare schreiben. Wir wollten zusammen angeln gehen. Jetzt finde ich ihn nicht mehr. Braxy, wo bist du? Braxy, versteckst du dich hinter den... Nein, du bist nicht hinter... Da bist du! Mann, wo ist Braxy? Wo kann er nur sein, Freunde? Ich vermisse ihn. Wir wollten doch einen schönen Tag zusammen machen. Und jetzt muss ich hier alleine rumspringen. Was ist das denn da vorne? Ihr habt recht, Leute. Da ist irgendwas. Das sieht aus, wie als wenn es von der Zukunft kommt. Boah, guckt euch mal diese ganzen Protektoren an. Die sehen ja richtig cool aus. Ich glaube, das ist irgendeine Wissenschaft. Vielleicht war Braxy hier. Der ist doch Wissenschaftler. Stimmt, Leute. Ihr habt recht. Aber was könnte das für eine Kiste sein? Ich mach die auf. Boah, da sind ja Superhelden-Sachen. Die will ich alle anprobieren. Die will ich alle nehmen. Und warte mal. Wer würdig ist, hat die Kraft. Doch hüte dich vor dem Fangirl. Sei die Macht mit dir. Habt ihr das gelesen, Freunde? Da stand, sei die Macht mit mir. Und wenn ich vielleicht würdig bin, dann kann ich diesen komischen Hammer hochheben. Warte, das muss ich testen, Freunde. Ich will ihn unbedingt hochheben. Komm schon. Oh Mann, da steht, ich bin nicht würdig, die Waffe zu tragen. Bitte, ich will doch nur einmal ein Superheld sein. Hä? Haha, so geht's auch, Leute. Guck mal, ich hab den Hammer in der Hand. Aber ich habe keine Fähigkeiten. Mano, ich leg ihn wieder ab, Leute. Vielleicht könnt ihr mir dabei helfen. Vielleicht schaffen wir das zusammen, den Hammer hochzunehmen. Und dann bin ich würdig. Kommt schon auf drei. Eins, zwei, ihr müsst alle liken. Drei. Und zack. Wow. Guck mal, Leute, ich hab den Hammer in der Hand. Aber was kann der Hammer überhaupt? Kann ich damit... Oh, fliegen! Wie cool ist das denn, Leute? Das macht ja mega Spaß. Ich kann über die ganze Stadt fliegen. Haha, das wird eine Braxy niemals glauben. Und das Gute ist, Freunde, wir müssen uns vor niemand hüten und können jetzt machen, was wir wollen. Ja, genau, genau so sieht's aus, Leute. Wir können alles machen, was wir wollen. Ich bin Spider-Man. Haha. Oh, das wird ein Riesenspaß. Ah, hey, ja, redest du mit Thor? Thor kann das Wetter ausmachen. Aber, ich bin Leute, der Gott des Donners. Wo ist der ganze Regen hin? Es hat gerade noch den Strömen geregnet. Das kann doch gar nicht weg sein auf einmal. Oh, du hast echt das Wetter geändert. Du bist ja mega cool. Und ihr seid sicher keine Einbrecher. Warum sollen wir Einbrecher sein? Das ist ein Gott. Und ich bin Spider-Man. Spider-Man hat den Menschen geholfen. Und wir helfen dir. Und wir sind Superhelden. Warum wollt ihr mir helfen? Weil wir mitbekommen haben, wie dich alle ärgern, weil du so schwach bist. Ja, das stimmt, Mann. Oh, vor allem meine Freunde, die haben mich voll runtergemacht, nur weil ich im Sportunterricht nicht so gut bin. Aber ich trainiere jeden Tag und eines Tages werde ich super stark. Sag mal, was müsst ihr eigentlich machen als Superhelden so? Ich meine, ich kann mir schon vorstellen, da muss man bestimmt immer viel Verantwortung haben, oder? Müssen die Menschen beschützen, die traurig sind, genau. Traurig, also müsst mich beschützen. Cool. Dann können wir ja gemeinsam Zeit verbringen. Yippie. Oh, cool. Wisst ihr was? Wir können noch zu meinem Freund... Hä? Boah, der kann echt fliegen. Wir können ja zu meinem Freund Niki hingehen. Ist der böse zu dir? Nein, nur manchmal. Aber eigentlich ist er mein bester Freund. Oh, wir gehen mal hin, Leute. Ich glaube, Niki wird sich richtig freuen. Der wird mir das niemals glauben. Niki. Niki? Was macht Niki ja, denn, was Leute? Ist denn? Was ja, was denn? Hä? Hä? Oha, oha! Wir brechen bei Niki ein, Leute! Tut mir leid, Niki, dass meine Freunde die Tür kaputt gemacht haben. Das ist Spidey. Hier. Ja, das ist Spidey und Thor. Ich bin Spider-Man! Und die passen jetzt auf mich auf, dass mich jeder gut behandelt. Also darf ich die nicht mehr hauen? Hey, auf! Hey. Hä? Da war ein Blitz bei... Niki, wie hast du das gemacht? Ah, oh, Hilfe! Haha, Niki hat einen Blitz abbekommen, Leute. Das sah lustig aus. Kannst du das nochmal machen, Thor? Nein. Wow. Oha, siehst du, du solltest dich nicht mit mir anlegen, Niki. Ich sag dir ehrlich, ab jetzt habe ich nämlich Schutz. Haha. Du kriegst gar keinen Schutz hier. Hör auf, Niki. Ich glaube, meine Freunde mögen das nicht, wenn du mich weiterhin so ärgerst. Hilfe, ich verbrenne. Nein. Oh, ich glaube, ihr braucht auf jeden Fall Tor. Wasser. Hör auf, du darfst Tor du nicht ärgern. Du hörst mir jetzt zu. Okay, ich hör zu. Du lässt
Jimmy in Ruhe, Nicky. Ansonsten werden wir dich in die tiefste Höhle mit den gruseligsten Spinnen schicken. Okay, versuch's doch. Aha, oh, das hätte ich nicht tun sollen. Wo ist Nicky hin? Wir schlafen hier ein bisschen Fleisch, mein Kleiner. Nein, das riecht nach Nicky. Ich glaube, ihr habt Nicky zu Hackbrei gemacht. Aber kann man Nicky... Wenn du willst, kannst du mit meinem Hammer spielen. Wirklich? Boah, cool. Gib mal... Ich bin nicht würdig, das zu nehmen. Na klar bist du nicht würdig. Aber, oh Mann, oh, wieso bin ich nicht würdig? Ich will auch darum mit rumfliegen und so coole Sachen machen. Bitte. Und wenn ich eine Ausbildung mache und die mich vielleicht adoptiert oder so? Nein. Mann, oh. Heidi, warte mal. Was denn? Wir können ihn nicht adoptieren. Aber ein Gehilfe wäre gut. Genau, ich bin euer Gehilfe. Ich mache alles, was ihr wollt. Okay, komm mit. Ja, warte doch auf mich. Oh Mann, der ist super schnell, Leute. Wo will er denn hin? Will er etwa zu meinem Trampolin gehen? Oh, selbst Spider-Man ist so schnell, Leute. Also, eigentlich wollten wir dir sagen, dass eine Aufgabe übernehmen kannst für uns. Was, eine Aufgabe? Welche Aufgabe? Sag schon. Ich liebe Aufgaben. Odi wird immer vom bösen Fangirl geärgert. Odi, und eigentlich wollten wir heute ihr eine Lektion erteilen. Genau. Oh, wie cool. Und jetzt soll ich zum Fangirl und, weiß ich nicht, mit dir reden? Erledige! So! Boom! Okay, schaffe ich. Krieg ich hin. Habe ich dafür irgendwelche Mittel oder so? Na klar, du kriegst von uns, Ja, komm. Ich bin ein Baseballschläger. Ich bin der Baseballschläger. Warum kriege ich sowas Langweiliges? Ich will auch so einen coolen Arm. Genau das, ja, das will ich haben. Ja, bitte. Das kriegst du noch nicht. Mann, was ist das für ein Gehirn? Ja, aua, du dummer Mann. Ich dachte, die beschützen mich, Leute. Mann, Thor mit seinem Blitz, der... Aua, hör auf damit. Ich renn doch schon. Leute, wir müssen mal ganz, ganz schnell dahin gehen. Hier muss irgendwo ein Fangirl sein. Und wenn ihr irgendwo hier ein Fangirl seht, dann schreibt es in die Kommentare. Ich sehe bis jetzt gar nichts. Hier ist Schleimis Haus, Braxy, Hannah, meins. Da hier ist Odis und da oben bewegt sich doch was. Ich glaube, da ist das Fangirl, Leute. Wir müssen zu ihr. Und uns... Momentchen mal. Ich bin Jimmy. Hey, bleib stehen. Hör auf, den Baum anzubrennen. Das ist nicht witzig. Hör auf damit. Mann, hör auf, den Baum anzubrennen. Du bist böse Fangirl. Ich mach sowas. Du darfst den Baum nicht abbrennen. Das ist Odis Lieblingsbaum. Jetzt hör auf damit. Warum bist du überhaupt so gemein, Fangirl? Weil mich keiner mag. Und wer mich nicht mag, muss... Was ist denn damit? Dich mögen doch Menschen. Jeder mag dich, zum Beispiel deine Mama und dein Papa. Also die... Guck mal da hinten, was ist da? Nein, wieso brennt der ganze Baum jetzt so schnell? Hey, nein, das ist gar nicht gut. Wir kriegen ganz viel Ärger, Leute. Nein, der arme Baum. Oh, wir müssen das Fangirl fertig machen. Hör auf, den Baum kaputt zu machen, du blödes Fangirl. Hör auf damit! Ich glaube, das war kein Fangirl, Leute. Ich glaube, das war irgendwas anderes. Aber, Odis Baum, der wird jetzt niederbrennen. Jimmy, schaffst du das etwa nicht? Nein. Ich habe das Fangirl erledigt. Aber Spidey, guck mal, der ganze Baum brennt ab von Odi. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Mission fehlgeschlagen. Thor wird nicht glücklich sein. Aber ich habe doch das Fangirl aufgehalten. Was wäre, wenn sie... Mach mal Regen. Regen, Stimmt, Regen kann doch Feuer aufhalten. Oh, sehr gute Idee. Damit können wir, naja, einigermaßen noch den Baum retten. Leute, schaut euch mal das an. Der ganze Regen macht das Feuer weg. Cool, aber jetzt Jimmy, sieht das nicht gut aus. Ja? Mission gescheitert. Aber der Baum ist doch zu 50% noch da. Ich musste es regnen lassen. Ja, du hast recht. Oh Mann, oh. Kannst du mir vielleicht einen Trostpreis geben oder so? Hier. Hä? Was ist das? Das ist ein Tennisball. Was soll ich mit einem Tennisball? Der Tennisball ist genauso schlecht wie du. Du hast recht. Ich glaube, ihr mögt mich alle nicht und ich kann einfach gar nichts. Warte, Spidey, merkst du das? Ich merke es. Was merkt ihr? Was ist los mit... Sag's ihm, Spidey. Was wollt ihr mir sagen? Hey, Leute. Ich weiß nicht, ob er dafür bereit ist. Doch. Jimmy. Ja? Du bist
Ein Auserwählter. Ein Auserwählter? Warte mal, heißt das, ich habe auch super coole Fähigkeiten? Was ist das? Freunde, das ist irgendeine Injektion. Und was passiert, wenn ich... Ja, ich nehm's ja schon. Okay, Leute, ich nehm's einfach. Eigentlich wollte ich euch nach Nikes fragen, aber... Wow, warte mal. Ich habe ganz viele Herzen. Hey, wie cool. Wow, ich kann super schnell gehen. Boah, das ist mega cool. Oh, kann ich noch irgendwas Cooles machen? Kann ich super schnell hauen oder so? Ich weiß nicht, aber ich bin so super schnell wie Spider-Man. Wow. Was kann das eigentlich alles? Du kannst fliegen. Ich kann fliegen? Oh. Hä, wie kann ich denn fliegen? Wie geht das? Noch kann ich nicht fliegen? Oh, Mann, oh. Superman ist gerade in Urlaub, deswegen nimm einfach mal das hier. Warte mal, das sind Supermans Ausrüstungssachen. Oh, wie cool, Leute. Warte mal, aber wo ist Supermans Kopf und... das sieht lustig aus. Aber wo ist Supermans Kopf? Er hat keinen Kopf. Er hat keinen Kopf, bist du sicher? Natürlich nicht. Oh, cool, Leute, wir sind einfach Superman. Ah, das ist mega cool. Ich muss fliegen, Leute, ich muss fliegen. Aber irgendwie klappt das nicht. Ich habe jetzt wirklich Fähigkeiten? Ich weiß nicht, Leute. Meint ihr, ich habe wirklich Fähigkeiten? Ich sollte das mal testen. Wie geht das denn? Wow, oh, wow. Oh, er hat's geschafft. Hey, cool, wow. Ich kann durch die ganze Minecraft-Stadt fliegen. Wie cool ist das denn, Leute? Ich fliege durch das Tor durch. Oh, das ist mega cool. Warte mal, ja, ich bin ja wieder da. Oh mein Gott, nein, 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 die sind hier. Ja? Komm runter. Ja, ich lande ja. Och, Mano, ja, was ist los? Wir müssen jetzt los. Der Bösewicht ist da. Jimmy, du schaffst das. Los! Du schaffst das und mach keinen Blödsinn, sonst werde ich dich. Ja, ich mach keinen Blödsinn, ehrlich nicht. Haut rein, Leute. Wow, habt ihr das gesehen? Ich hab noch ganz andere Fähigkeiten. Wow, wartet mal. Hä? Ich kann alles zu Eis machen. Boah, wie cool. Das ist ja mega cool, Leute. Und was ist das? Boah, einfach Eis werden. Und jetzt kann ich... Warte mal, ich glaube, ich habe einen Röntgenblick. Wow, ich kann alles anzünden. Das ist ja mega cool. Das wird mir niemand glauben, Leute. Boah, wir machen die ganze... Nein, ich will eigentlich nicht die ganze Minecraft-Stadt kaputt machen. Aber wenn mir jemand jetzt böse kommt, werde ich den machen. Jamie, was machst du da? Tut mir leid, ich wollte eigentlich nichts machen. Ich bin da hingekommen. Oh, ich glaube, man hat mein eigenes Haus angezündet. Nein, ich muss mein Haus retten, Leute. Los retten! Was ist denn hier los? Was ist das für ein Gescheit? Jimmy hat Superkräfte und hat sein eigenes Haus angezündet. Aus Versehen! Oh, das war aus Versehen. Ich hab den gemacht. Hä? Jimmy? Ja? Hast du mein Baumhaus angezündet? Nein, nein, ich hab dein Baumhaus sogar gerettet, ehrlich. Schau, oh nein, ich hab's wieder angezündet. Oh, Leute, irgendwie kann ich mit diesen ganzen Superfähigkeiten nicht umgehen. Ich krieg bestimmt richtig Ärger. Mann, mir tut das echt leid, Odi, ich kann das nicht kontrollieren. Ich verbann dich aus der Stadt. Du kannst mich nicht verbannen. Jimmy, du weißt doch, ich hab dich immer gemocht und ich geb dir gerne... Rexy? Rexy? Was ist denn jetzt los mit dir? Was war das? Weiß ich doch nicht, was hast du getan? Oh, ich gehe nach Hause. Mir tut das echt leid, ehrlich, Rexy, ich wollte euch nicht wehtun. Oh nein, das ist wohl schlecht, Leute. Ich hab zwar super Fähigkeiten, aber meine Freunde mögen mich jetzt gar nicht mehr. Jimmy, sei mir nicht böse, aber ich weiß, du wirst mit mir Zeit ver... Was? Du liebst nicht. Oh, wie süß. Ich liebe Odi und Rexy. Das geht gar nicht. Du bist mein Fangirl. Wie kannst du denn dann Odi und Rexy lieben? Ich war dein Fangirl, aber als ich Odis Muskeln am Strand gesehen habe und Rexy, der ist einfach so jung, und gut aussehen. Du verlässt mich also. Du willst auch nichts mehr mit mir zu tun haben. Nein, aber du kannst ja mein kleiner Bruder sein. Nein, ich will nicht dein blöder kleiner Bruder sein. Lass mich einfach in Ruhe. Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Ich glaube,
glaube, niemand in der Stadt mag mich, Leute. Die sind alle gemein zu mir. Du musst mir jetzt auch nicht hinterherlaufen, blödes Fangirl. Aber Bro, das hast du nicht gesagt. Du nennst mich nicht nochmal Bro, hast du verstanden? Aber du bist mein Bro. Au, oh, oh, Leute, mein Herz ist gebrochen. Sie hat mich Bro genannt. Ich will nie wieder was mit der zu tun haben. Ich dachte, sie liebt mich. Was machen die denn jetzt da? Komm rein, mein Schatz. Schaut sie euch an, wie die da Spaß haben. Ich hoffe, Odi, du hast richtig viel Spaß da drin mit meinem Fangirl. Genau. Zeig mir deine Muskeln. Doch Fortnite spielen, mir doch egal. Viel Spaß mit euch, ihr seid blöd. Das bin sowieso aus dem Alter raus. Mädchen sind eklig. Genau, Leute. Ich werde ein neues Leben anfangen. Ich werde es jetzt euch sagen, Leute, weil ihr immer da seid für mich. Ich werde die Minecraft-Stadt verlassen. Es ist raus, Leute. Ich werde nichts mehr mit denen zu tun haben. Ich werde vielleicht noch jedem blöde Schildchen machen und werde vielleicht mich bedanken für die schöne Erinnerung. Aber schaut euch die letzte Stadt ein letztes Mal an. Das wird's gewesen sein. Ich suche mir eine neue Stadt. Das war's mit Lomi, mit Odi, mit meinem Haus, mit Hannas Haus, mit Braxis Haus, Schleimi, Niki. Niki ist sowieso nicht da, Leute. Obwohl der eigentlich richtig nett immer zu mir war, aber der hat mich auch oft geärgert. Ich will mit den allen nichts mehr zu tun haben und vor allem mit dem blöden Fangirl nicht. Ich werde einfach diese Stadt verlassen. Auch das schöne Krankenhaus. Aber eine Sache will ich noch testen, Leute. Und zwar folgende. Und Strahl! Boah, mega cool, Leute. Oh, neuer Tag, neues Glück, Leute. Ich ziehe mich jetzt erstmal um und pack meine Switch hier rein, Leute. Zack. Und Mann, warum klingelt das schon wieder? Was wollt ihr, Braxy? Und auf zu singen. Ich mag das nicht, wenn du singst. Und was wollt ihr überhaupt von mir wieder? Ich will dir was vorsingen, bitte. Komm schon, bitte. Nein, ganz sicher nicht. Du kannst mir gar nichts vorsingen. Oh, Mann. Oh, na schön, dann sing. Aber wehe, das hört sich nicht gut an. Nein, also, das ist für dich geschrieben. Es tut mir doch so leid. Jimmy, ich würde alles tun, dass du mir verzeihst. Wofür soll ich dir verzeihen? Mann, wofür soll ich dir verzeihen? Ich habe gar nichts gemacht. Außerdem wart ihr letztes Mal richtig gemein. Warum soll ich mit euch abhängen? Jedes Mal macht ihr irgendwas Komisches. Und warum seid ihr überhaupt... Nein, nein, nein. Deinen blöden Text, den kannst du sonst wohin tun. Genau. Ich will meine Ruhe haben. Warum versteht das niemand? Wir wollten dich doch nur einladen. Na schön. Wo einladen? Das hast du gar nicht gesagt. Wo einladen? Hey! Zu der Übernachtung bei uns. Stimmt das? Stimmt das, Fangirl? Ja. Ja, wirklich? Ja, und du machst mich fertig. Leute, Übernachtungsparty hört sich eigentlich ganz cool an, weil da kann man sich Gruselgeschichten erzählen und Übernachtungen sind cool. Und meine Freunde waren eh schon gemein, dann kann ich doch mit den beiden einfach was machen. Genau, wisst ihr was? Ich vertraue euch. Ich werde heute Nacht zu eurer Übernachtungsparty kommen. Wo findet die überhaupt statt? Sag jetzt nicht in Hannas Haus. Weißt du das, du Bengel, du? Weil die ganze Zeit da schon Musik rauskam bei eurem komischen pinken Haus. Hast du das gehört? Kenn ich doch nicht. Raus jetzt mit euch. Ich muss mich vorbereiten. So ein Termin ist echt wichtig, Leute. Boah, das wird richtig cool. Was ist? Hä? Was wirst mir Marshmallow mitgebracht? Wie cool ist das denn? Du bist die Beste. Danke dir. Ich hatte dich echt lieb langsam. Aha. Ich hab dir auch was mitgebracht. Das ist Knochenmehl. Was will ich denn mit Knochenmehl? Damit kann ich doch nur Pflanzen machen. Genau, weil du so schön bist wie alle Pflanzen. Ja, aber Marshmallow ist besser. Raus jetzt mit euch. Ich muss dich vorbereiten. Tschüss. Oh, Leute, wir sind auf die Übernachtungsparty eingeladen. Das ist richtig cool. Oh, ich muss unbedingt zu Braxy gehen und weiß nicht, vielleicht muss ich ja ein paar Sachen klauen von ihm, weil ich habe gar keine Sachen mehr, Leute. Boah, ich habe eine gute Idee. Ich
werde einfach Braxys Spider-Man-Anzug anziehen. Verdammt, da sind die ja. Wir müssen weg hier. Wir müssen einen großen Bogen machen. Kommt schon, Leute. Wir gehen hier in Braxys Haus rein. Und ich werde mir jetzt sowas von seinen komischen Spider-Man-Anzug klauen. Den hat er nämlich immer hier oben. Oder soll ich doch Captain America nehmen? Die sehen beide so cool aus. Oder ein Magier, Leute. Für was würdet ihr euch entscheiden? Schreibt das mal jetzt in die Kommentare. Ich glaube, ich werde heute Captain America sein. Genau. Boah, das wird mega cool. Zack, jetzt nehme ich hier seinen Kopf, dann sein Harnisch. Es ist auch schon spät, Leute. Wir sollten mal langsam zu den Fangirls hingehen. Die haben mich ja nicht ohne Grund da eingeladen. Ich bin gespannt, was die machen, Leute. Das wird mega. Ich werde die jetzt erstmal erschrecken. So, ich werde mal klopfen. So. Boah. Oh, Captain America. Jimmy, komm herein. Oh, du hast mich direkt erkannt. Ich dachte, weiß ich nicht. Ich dachte, du weißt nicht, wer ich bin. Naja, wie dem auch sei. Was habt ihr für heute alles geplant? Also, wir werden uns große Geschichten erzählen. Dann werden wir Musik hören. Und dann werden wir Verstecken spielen. Verstecken? Oh, das hört sich toll an. Kann ich hochgehen? Ja, aber hör dir vorher meine Musikanlage an. Komm her. Geht das schon wieder los? Hey! Ja, egal. Aha, wir machen das schon. Habt ihr eigentlich einen Schlafsack oder so? Ich habe vergessen, meine Schlafansachen mitzunehmen. Och, Mano, das ist ja voll doof. Will keiner meine Musikanlage hören? Doch, okay, ich höre sie mir an. Aber warum will sie die ganze Zeit, dass ich die Musik höre? Das ist jedes Mal dasselbe mit ihr. Ah, Mann, ich bin müde. Was ist denn mit der Musikanlage jetzt? Hä? Weiß nicht, keine Ahnung. Ich nehme einen Schlafsack. Hä, Schlafsack? Oh, boah, du hast wirklich einen Schlafsack. Wie cool ist das denn? Okay, ich werde hier schlafen. Aha, ist das nicht mega cool? Ich laber nicht, dass du neben mir schläfst. Ah, müssen wir uns jetzt hier... Wisst ihr was? Ich muss meinen doofen Anzug ausziehen. Ich sehe ja gar nichts. So, ich werde mich jetzt hier hinsetzen und ihr werdet jetzt eure komischen Geschichten erzählen. Genau, Leute. Ich bin gespannt, was die zu erzählen haben. Aha. Warte, da bist du. Du bist voll nah an mir dran. Kannst du ein bisschen zur Seite gehen? AB, ihr seid langweilig. Wisst ihr was? Wir machen Mob-Proben. Genau. Okay. Mob-Proben? Ja, genau. Wir fangen mit dir an, Lia. Ich wette, du traust dich nicht, dreimal um das Haus zu laufen. Es ist aber dunkel. Ja, siehst du, du traust dich nicht. Edge, haha. Du bist ein Schisser. Du bist ein Schisser. Ich guck. Oh, sie macht das wirklich. Schau mal, sie läuft da. Siehst du, Fangirl Olga? Sie läuft hier rum. Zwei. Oh, sogar im Dunkeln. Oh, ich hatte einen schwarzen Mann gesehen und der kommt. Der hatte so einen schwarzen Mantel an. Und der kommt. Na, ich hab dich hochgenommen. Da war ja niemand. Okay, jetzt bist du dran, Olga. Okay. Du traust dich niemals, jetzt zum McDonald's zu laufen. Warum hast du hier TNT? Mach das TNT weg. Du bist doch verrückt. Hör auf damit. Traust du dich zum McDonald's zu laufen oder nicht? Ja, trau ich mich. Oh, das werden wir ja sehen, Leute. Außerdem wird da eh nichts passieren. Ich werde das Ganze mal mitbeobachten. Da musst du nicht alleine gehen. Ihr seid doch lebensmüde, was denn der Grimace kommt. Was? Grimace kommt eh nicht. Du kannst ja zu Hause bleiben, wenn du Angst hast. Hey, was machst du mit der Zeit mit den TNT? Hör mal. Hey, warum hast du das gemacht? Hey, du machst... Aber das war ein Weg. Jetzt können keine Autos mehr hier fahren. Warum hast du das gemacht? Hey, du tust mir weh damit. Hör auf damit, das ist nicht witzig. Außerdem ist der McDonald's da drüben. Wohin gehst du eigentlich? Ich gehe hier lang. Und warum zündest du alles an? Das tut weh, auf damit. Ich muss das alles nachher wieder sauber löschen. Okay, Leute. Aber sie hält die Versprechen. Sie ist jetzt hier bei McDonald's und hier wirklich niemand. Ach, Mann. Ja, du hast dich getraut. Schön, okay. Weißt du was? Ist sowieso langweilig jetzt. Ich gehe nach Hause, genau. Und, ich gehe doch nicht nach Hause. Was macht ihr hier? Nein, ich gehe nicht nach Hause. Ich bleib schön hier im McDonald's drin, Leute. Der Jimmy ist hier drin, der wollte dich ausrauben. Nein, ich wollte gar nicht. Hey, Grimace, das war... Oh, mein McDonald's, ich glaube, ihr spinnt. Wo sind meine Milchschätzchen? Ich habe Angst, Leute. Nein, das ist gar nicht gut. Hört zu, Grimace.
Das ist alles nur ein Missverständnis und außerdem... Er wollte mich beklauen, Grimace, der kleine Fuchs hier. Du wolltest mich beklauen? Weißt du, dass ich aus dir ein Milchshake machen werde? Ich geb dir auch mein Getränk. Das ist ein Mountain Dew. Komm schon, bitte. Oh, lecker. Okay, geh. Sehr gut, danke. Tschüss. Und, Fangirl? Ich hab dich angelogen. Mann, sei leise jetzt. Und, weißt du was? Wie gesagt, ich will nach Hause gehen. Wir hatten genug Spaß. Warte mal. Du musst auch eine Mutprobe stehen. Und zwar das hier. Was ist das denn für eine Mutprobe? Ich muss gar nichts machen und außerdem hast du deine Mutprobe noch gar nicht gesagt. Ich weiß sowieso nicht, was du willst. Keine Ahnung, la 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 la, Leute. Ja, keine Ahnung, was sie von mir will. Mutprobe habe ich noch nie gehört. Oder sollen wir doch die Mutprobe machen? Vielleicht ist das ja auch gar nicht so schlimm. Ich muss ja bestimmt nicht ein Haus anzünden oder so, oder? Hey, mach die Tür auf! Mach die... Schnell! Was? Schnell, was babbelst du da? Ich bin müde. Nichts ist passiert, da war nur Grimace und der war gemein. Warte mal. Du bist müde, wir beide sollten Mutproben machen und du denkst, du kommst davon? Ich weiß nicht, was ihr meint. Ihr habt mich eingeladen, ich bin euer Gast, ihr müsst mich gut behandeln, genau. Guck mal, ich wette mit dir, du traust dich nicht, bei Brexy einzubrechen. Was? Hey, ich brech bei Brexy nicht ein, das machen Freunde nicht. Angsthase, schau mal, Olga, er hat warum tanzt du? Ey, auf da zu tanzen, das ist nicht witzig. Nein, bin ich nicht. Weißt du was? Dann gib mir ein Feuerzeug, ich werd's machen. Aha, jetzt reicht's mir nämlich mit euch. Sag mal. Leute, die sind gemein. Schaut sie euch an, wie sie tanzen und wie sie mich auslachen. Ihr dürft niemals jemand anderes auslachen. Das ist nämlich nicht gut. Weil was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Merkt euch das, Leute. Und deswegen, weiß ich nicht, werde ich einfach so tun, als wenn ich es anzünde. Genau. Ha, seht ihr, ich zünde Braxys Haus an. Ra, ra, ganz schlimm. Haha, schau mal, Braxy, dein Haus brennt. Haha, siehst du? Ich hab das Haus angebracht. Siehst du, das brennt schon, das Haus. Ja. Oh mein Gott, Braxy wird sich umbringen. Nein, ich hab gar nichts gemacht. Ich hätte ihm das sowas an. Nein, außerdem steht Braxys Haus noch. Edge, ich habe euch nämlich reingelegt. Haha, damit habt ihr nicht gerechnet. Weil ihr nämlich das gemeint... Das war's mit der Übernachtungsparty. Du bist ausgeladen. Komm, Olga. Was? Nein. Hey, ihr könnt mich doch jetzt nicht einfach hier aussperren. Was soll das? Ach, das können wir. Guck, wie wir es können. Guck. Die sind richtig gemein, Leute. Diese Fangirls denken, sie wären irgendwas, aber dabei wollen die eigentlich nur mich. Aber ich verstehe das nicht. Warum sperren die mich dann aus? Ihr werdet schon auch sehen. Wenigstens habe ich ein Haus, wo nichts passiert. Ihr Doofnasen. Genau, weil mein Haus das Schönste ist. Schöner als euer Haus. Edge. Und außer... euer Haus ist pink und stinkt. Genau, meins ist besser. Edge. Leute, dann sollen die doch in ihrem blöden Haus da drüben sein. Ich petze das sowieso noch, Hanna. Weil das ist Hannas Haus und... Was machen die da? Gute Nacht, Leute. Wobei, eine Runde Fortnite geht noch. Kommt schon, schnell. Hä, riecht ihr das auch? Ich weiß nicht, irgendwas riecht hier verbrannt. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Genau, Leute, ich bilde mir das nur ein. Ich so... Nein, ich habe mir das nicht eingebildet. Mein Haus brennt. Nein. Was? Ich muss hier raus. Aua, das tut weh. Sag mal, geht's euch noch gut? Ihr habt mein ganzes Haus abgebrannt. Hey, ich wollte sogar noch... Oh, hört auf, mein Haus abzufackeln. Warum macht ihr sowas? Wo soll ich denn jetzt schlafen, hä? Sag mal, habt ihr eigentlich mal an die anderen auch gedacht? Was? Wie ist das nur wirklich? Das wart ihr. Ich sehe das doch. Olga tut die ganze Zeit hier das Haus anfackeln. Oh, ihr seid doch keine Fangirls mehr. Ihr seid verrückte Fangirls. Genau, ihr habt echt was an der Meise, ey. Und wisst ihr was? Jetzt reicht's mir, ey. Wenn ihr mein Haus anzündet, euer Haus genauso anzünden. So,
blödes Fangirl, was denken die eigentlich? Ey, hör auf damit, das Haus gehört Hannah, nicht uns! Stimmt, Leute, das Haus gehört eigentlich Hannah. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, aber... Nein, das ist Hannahs Haus, die wird uns umbringen. Ja, genau, besser ist es, die soll nämlich richtig sauer sein, aha. Hör auf damit, dann hör du auf. Bring ich dich um. Hey, du hast Amy schon fast erledigt, mein ganzes Haus brennt hier nieder. Und jetzt heute rum, aua! Und jetzt heute rum, weil euer Haus ein bisschen brennt. Ihr seid gemein. Ich werde alles jetzt kaputt machen. Pech, das habt ihr davon. Oh nein, mein Feuerzeug ist kaputt, Leute. Oh Mann, das ist der schlimmste Tag, den ich jemals hatte. Schaut euch das an. Mein Haus und Hannahs Haus sind kaputt. Mann, lasst mich in Ruhe. Ich gehe in eine andere Stadt. Nein, ich werde in eine andere Stadt gehen. Wo? Aua, das hat weh getan. Nein, tust du nicht. Du bist gemein. Und ich will nie wieder was mit dir zu tun haben. Genau. Hau einfach ab. Ich werde hier mein neues Haus gründen. Genau. Und da kannst du machen, was du willst. Verschwinde. Aua. Hau endlich ab, Mann. Ihr seid gemein, Leute. Freunde, wenn ihr das auch gemein findet, dann lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Och, Mano. Schnell, Leute. Ich muss zu Braxy laufen. Das ist meine einzige Möglichkeit, wie ich vielleicht noch alles retten kann. Braxy. Oh, zum Glück ist die Tür offen. Braxy, da bist du ja. Oh, Braxy. Ich bin so froh, dich zu sehen. Die Fangirls sind verrückt geworden und haben mein ganzes Haus angezündet. Und das von Hannah. Schau mal. Hä? Ja, guck mal, da lässt man dich einmal allein und du machst so etwas. Nein, das stimmt doch gar nicht. Mein Haus ist doch selber abgefackelt. Das war ich nicht, das war das Fangirl. Kann ich vielleicht bei dir übernachten? Ich habe keine Schlafmöglichkeit mehr. Nein. Was, wenn die Fangirls dann zu mir kommen und mein Haus anzünden, weil du hier bist? Ich bin da für dich, Braxy, genau. Nein, was willst du? Du hast genug angerichtet. Tu sonst, wenn ich nicht da bin. Ich verstecke mich. Oh, nein, Leute, die sollen mich nicht sehen. Ich muss mich hier hinten verstecken. Was? Nein, wieso? Hey, du bist dein bester Freund. Lass mich doch bei dir einfach verstecken, Braxy. Okay, komm mit. Ja, endlich. Weg hier. Okay, und wohin gehen wir jetzt? Nein, du sollst mitkommen. Olga! Ja? Wo ist Lea? Genau, wo ist Lea? Lea ist abgehauen, Liebe. Warte, komm mal mit, Braxy. Nein, ich komm nicht mit. Du sollst Jimmy in Ruhe lassen. Genau. Ihr habt die Häuser abgefackelt. Du wirst bald sehen, Braxy. Ja. Er hat gesagt, du wirst bald sehen. Oh, Braxy, du hast dich für mich eingesetzt. Du bist der Beste. Aber irgendwie tut mir das leid. Oh nein, ich fühle mich voll schlecht, Braxy. Ehrlich, ich weiß nicht, was sie jetzt vorhat. Was sollen wir denn jetzt machen? Ich weiß nicht, wir sollten in mein Haus erstmal gehen. Genau. Und ey, Olga, verschwinde von meinem Haus. Nein. Du hast hier nichts verloren. Was macht sie da? Geh sofort raus. Ich dachte, das wird eine coole Übernachtungsparty. Aber dabei ist alles aus dem Ruder gelaufen, Leute. Oh, Mann, kannst du nicht mit ihr irgendwie reden, dass ihr euch entschuldigt oder so? Dann kann ich doch mal verzeihen. Warum soll ich mich entschuldigen? Sie soll sich entschuldigen. Oh, sie hat mein Haus kaputt gemacht. Hör auf, mein Fenster kaputt zu machen. Ich glaube... Was ist? Du machst hier alles kaputt. Ich habe einen gesehen, der ist hier neu in der Stadt. Ich muss ihn dir unbedingt zeigen. Ja, genau. Okay, dann zeig mir mal den. Und wenn du ihn mir zeigst, dann musst du mir Nintendo Switch geben, weil du lügst mich wieder an. Oh nein, es ist die Wahrheit. Komm schnell mit. Der sieht aus wie ein Regenbogen. Leute. Ich habe noch nicht gefragt, wie der aussieht. Ah, Leute, kennt ihr irgendwelche YouTuber, die aussehen wie ein Regenbogen? Also ich kenne keinen. Und wenn ihr einen kennt, schreibt es mal in die Kommentare rein. So, dann wollen wir doch mal schauen. Was ist los, Braxy? Da ist doch gar niemand. Da ist nur Niki. Niki, wie geht's dir? Was machst du hier? Hey, Jimmy, was machst du? Bist du aufgebraust? Ja, Braxy will mir was zeigen. Er meinte, es gibt einen Menschen, der vollkommen Regenbogen ist. Es gibt aber keinen. Ich bin doch der Neue. Ja, ich bin doch der Niki Rupte. Ist doch der Neue. Genau. Ich weiß. Was findest du da? Hier, schaut doch mal da drüben hin, beim Autohaus. Leute, seht ihr irgendwas? Ich sehe gar nichts. Ich sehe nur Lumis Haus, das Hotel und das Riesenrad. Genau. Hä? Was ist das denn? Hä? Das ist irgendein Regenbogen. Der hat ja voll die großen Augen. Oh, der ist wirklich bunt. Braxy, ich schuld dir, glaube ich, eine Switch, weil du hattest recht. Oha. Hab ich doch gesagt. Wie heißt der? Mein Name ist Bobby. Bobby? Wie heißt ihr? Ich bin Jimmy und das ist Braxy und das ist Niki da drüben. Nein, Niki.
Ich bin Braxy, der Großartige. Oh, ich bin Jimmy, der Furchteinflößende. Genau, ich bin Niki, Leute, der Furchtlose. Du machst mir nach, Niki, auf damit. Wo wohnst du, Bobby? Ich bin gerade neu in der Stadt angekommen. Oha. Ich wohne noch in dem Hotel. Ihr habt alle ganz schön coole Namen. Oh, ja, natürlich haben wir coole Namen. Boah, wie cool. Okay, Bobby. Du wohnst also im Hotel. Wenn du willst, kannst du ja bei mir im Keller wohnen. Hm, da ist noch Platz. Oh, das ist aber nett von dir. Ich gehe jetzt erstmal zur Schule. Das wird mir jetzt so komisch. Hey, bis später. Was ist denn mit Niki los? Weiß ich nicht, der ist einfach gegangen. Wollen wir vielleicht auf ein Spieli gehen, Bobby? Ich kann dir zeigen, wie man Ticken spielt. Du bist... Entstehen! Nein, ich glaube... Entstehen, ich krieg dich! Oh, ich glaube, der Neue ist richtig gut in Ticken spielen. Und Braxy spielt auch mit. Boah, wir waren schon lange nicht mehr auf dem Spieli. Dann mal schauen, wie gut der ist, Leute. Und... Entstehen! Nein, ich werde hier hochspringen. Du findest mich niemals! Oh, wie schnell ich bin! Oh, Braxy, bist du runtergeflogen? Du bist... Au. Nein, Braxy! Wehe, du kommst hier hoch! Au! Okay, dann bin eben ich. Na, komm her, Bobby, ich werde dich finden. Hä? Odi! Warte mal, habe ich bei dir heute nicht geklingelt wegen der Schule? Du Dummkopf! Ich habe euch alle eingeladen und ihr spielt hier mit... Wer ist das denn? Das ist Bobby, der Neue. Tut mir leid, Odi. Ich habe vergessen, bei dir zu klingeln, weil der Neue, der hat mich abgelenkt. Der hat voll die großen Augen. Der macht mir Angst, Augen. Jimmy. Aber der ist voll nett, ehrlich. Hallo, ich bin Bobby. Siehst du, das ist Bobby. Und außerdem, die ist doch voll cool. Wenn wir mehr sind, dann können wir zusammen alle Ticken spielen. Was ist denn? Dreh dich mal um. Was soll denn da sein? Da ist doch gar nichts. Was soll denn da sein, Odi? Guck doch mal ans Klettergerüst, du Dummkopf. Klettergerüst, Leute, seht ihr irgendwas am Klettergerüst? Ich sehe Braxy da oben. Nicht das Klettergerüst, das vorne. Leute, ich sehe es. Da ist ein Mädchen. Nein. Odi, du denkst jetzt nicht wirklich das, was ich denke, oder? Ich glaube, wir denken genau das, was wir denken. Nein, das ist doch... Oh, Braxy, das ist dieses Fan-Mädchen, was die ganze Zeit mit dir herläuft. Oh, Bobby. Wo denn? Ich sehe doch niemanden. Da hinten, die versteckt sich da hinten. Bobby, halt die auf jeden Fall fern von der, die ist komplett durchgedreht. Oh nein, Braxy läuft auch schon hin. Nein, Braxy, mach das nicht. Hallo, wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich habe gehört, dass Jimmy dich vermisst hat. Hallo, Fangirl, du bist so hübsch. Hallo, Jimmy. Was willst du? Du bist der Beste hier. Ja, du riechst nach Parfüm. Das stinkt dir bis hierhin, Mann. Geh weg gib von mir. Ein Küsschen. Nein, ich gebe dir kein Küsschen. Odi, mach doch was. Gib doch Odi ein Küsschen. Gib mir ein Küsschen. Odi ist verliebt. Nur Jimmy. Nein, ich will das nicht. Odi ist verliebt. Verschwinde. Leute, ich glaube, die zwei wollen Zweisamkeit. Komm, lasst uns abhauen. Ach, verschwinde doch. Jimmy, wir sind ganz alleine. Freundin. Ja, super Freundin. Danke, Braxy, du bist echt ein toller Freund. Oh Mann, Leute, wenn ihr auch so gemeine Freunde habt, dann schreibt auf jeden Fall in die Kommentare. Aber wenn ihr coole Freunde habt, dann liked auf jeden Fall das Video. Und was willst du von mir die ganze Zeit? Ich will am Spieli mit meinen Freunden sein und nicht mit einem Mädchen. Ich möchte Händchen halten jetzt, komm. Händchen halten? Das kannst du vergessen. Weißt du was? Ich werde nach Hause gehen und am besten gehst du auch nach Hause. Weil, es ist schon, es ist zwar noch früh, aber für mich ist es spät. Ich muss schlafen gehen. Und weh, du verfolgst mich. Ich sehe das. Leute, die darf mir auf jeden Fall jetzt nicht wieder folgen, weil letztes Mal ist das voll eskaliert. Und ich habe Angst vor der, wir müssen schnell nach Hause. Und warte mal, ich habe eine Idee. Ich glaube, die hat Geheimnisse, weil schau mal, die verfolgt mich die ganze Zeit. Und Leute, die einen verfolgen, haben bestimmt Geheimnisse. Wollt ihr auch wissen, wie das Leben von diesen Fanmädchen ist? Also ich will es auf jeden Fall wissen. Und deswegen werde ich nämlich heute alle Geheimnisse von diesen Fangirl herausfinden. Hä? Was schaust du mich hier an? Ich weiß, dass du hinterm Baum bist. Geh weiter.
So, Leute, ich werde jetzt so tun, als wenn ich nach Hause gehe. Und da sind schon meine Freunde wieder. Oh, die sagt springen! Springen! Jimmy, was? Was hast du mit der gemacht? Tu einfach so, als wenn ich mitmache. Odi sagt runtergehen. Runtergehen. Braxy ist raus. Braxy ist. Oh Mann. Wohin schaust du denn, Braxy? Na, die beobachtet uns. Ja, alles gut. Das ist nicht schlimm. Okay, Odi, ich bin in der finalen Runde. Odi sagt spring. Spring. Odi sagt, im Kreis drehen. Im Kreis drehen. Spring. Ich hab Bobby gewonnen. Wie cool, Leute. Odi, wollen wir vielleicht zu deinem Baumhaus gehen und ein bisschen Nintendo Switch spielen? Boah, das wäre eine richtig coole Idee. Kommt schon, Jungs. So, Leute, das Fangirl wird mir jetzt bestimmt wieder folgen. Dann mal schauen, was die hier so macht. So, Odi, hast du auch schon den neuen Fortnite-Skin? Hä, natürlich. Hast du auch die OG-Skins, Jimmy? Ich habe alle OG-Skins. Oh, aber gibt's in Fortnite eigentlich auch einen Regenbogen-Skin? Ich weiß gar nicht. Keinen gesehen. Leute, ihr müsst mir jetzt helfen, Bobby und Odi. Ich habe nämlich einen Plan. Ich will alle Geheimnisse von den Fanmädchen herausfinden. Wenn ihr das irgendwo seht, das Fanmädchen, dann sagt mir Bescheid, okay? Okay. Aber sagt's ihr nicht, das ist wirklich eine geheime Mission, Leute. Okay, da unten ist schon mal nix. Wir sind hier auf dem Baumhaus von Odi. Das sieht auch ziemlich sicher aus hier. Wo kann die nur sein? Ich sehe. Jimmy. Ich sehe sie auch. Leute, wir müssen uns unauffällig verhalten. Und vielleicht macht sie dann irgendwas. Dann wird ihr langweilig und dann wird sie ihr normales Leben weiterführen. Aber denkst du, die macht was, wenn wir dabei sind, Jimmy? Ich glaube, du musst alleine sein. Weiß ich nicht. Schau mal, die geht da unten lang. Oh, nicht das. Was macht sie denn da? Wo ist sie hin, Leute? Ich kann sie nicht mehr sehen. Doch. Odi? Jimmy, siehst du das? Die hat irgendwas an meinem Baumhaus gemacht. Komm, lass uns runter. Lass uns mal runtergehen. Was ist da? Was kann da denn sein? Oh, wir müssen runtergehen, Leute. Los, 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 los. Hey, du schiebst mich nach unten, Odi. Geh runter, du Doofkopf. Jimmy, Jimmy. Was ist los, Braxy? Ich glaube, ich habe jemanden in deinem Haus gesehen. Das kann gar nicht sein. Wir sind doch alle hier und außerdem... Nein. Aber wie kann die denn von hier aus so schnell rübergelaufen sein? Das geht doch gar nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer das war. Aber, aber da war auf jeden Fall jemand bei dir zu Hause. Okay, lass uns mal alles hier durchschauen. Vielleicht ist hier irgendein Geheimweg von der. Weil Braxy, ich glaube nämlich, die hat Geheimnisse. Und die will hier alle Geheimnisse herausfinden. Und zum Geheimnis? Ich kenn ein Geheimnis. Welches denn? Welches? Jimmy ist verliebt. Oh, Jimmy, du bist gemein. Dann gehe ich eben in die Ecke. Hä? Ich wollte hier in die Ecke gehen und... Schaut mal, Leute. Na, ich glaube, da ist ein Durchgang. Versuch mal, da durchzugehen, Odi. Geht's da durch? Vielleicht ist sie hier durchgegangen. Was ist da? Odi! Ich gehe da nicht rein. Nein, das muss es gewesen sein, Leute. Ich glaube, so ist sie zu mir nach Hause gekommen. Ich habe das erste Geheimnis von ihr gefunden. Braxy, das ist ihr Geheimweg. So kann sie mich immer beobachten. Das ist voll gruselig. Hat sie etwa ein Geheimtunnelsystem? Ja, ich glaube schon. Aber das ist voll gruselig. Wir müssen weitergehen. Wo führt der überhaupt hin? Und warte mal. Was ist denn das hier für ein Raum? Schau mal, hier ist irgend so ein Keller. Aber von wem ist das der Keller, Leute? Habt ihr eine Idee, von wem das der Keller sein kann? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich weiß es nicht. Vielleicht. Bobby, ist das etwa dein Keller? Nein, leider habe ich nicht so einen coolen Keller. Braxy, ist das dein Keller? Das ist nicht mein Keller. Warte mal, ich werde mal nach oben gehen. Das ist der Keller von Hannah. Aber nein, Hannah hat auch Orangen gekauft. Aber warum hat sie einen Keller zu Hannas Haus? Das ist echt merkwürdig. Okay, lass uns mal wieder runtergehen, Leute. Das ist mir zu gruselig. Und außerdem führt der Weg noch woanders hin. Wo führt der hin? Braxy, wohin gehst du? Jimmy? Ja? Ich glaube, du solltest nicht hier lang gehen. Warum? Was ist denn da? Nein,
Nein, nein, nein, tu das nicht. Geh hier nicht lang, auf gar keinen Fall. Doch, ich werde da durchgehen. Geh zur Seite, Jimmy, so. Nein, Jimmy, ja, warte mal. Das kommt mir hier voll bekannt vor. Das sind doch meine Kisten. Braxy, komm da runter. Komm da runter, Braxy. Das sieht so aus wie mein Haus. Oh nein, Leute. Die hat mich wirklich ausspioniert. Wie gruselig. Oh, nicht ich das... Ich glaub, sie ist oben. Bist du sicher? Vielleicht finden wir noch ein Geheimnis von ihr. Braxy, ich werde nach oben gehen. Dieses Bett ist so bequem. Ich rieche Jimmy nämlich, aber was? Wenn er wüsste, dass ich Spider-Man bin, Leute, dann würde er bestimmt eine Geschichte über mich erzählen bei seinen Freunden. Sie ist wirklich Spider-Man. Oh, wir müssen uns verstecken, Braxy. Sie ist Spider-Man. Das ist ein Spider-Mädchen. Oh, wie gruselig. Und jetzt ist sie bei mir zu Hause und oh, sie geht wieder nach außen. Oh, was macht die da? Hat die uns gesehen? Nein, die hat mich nicht gesehen, aber hast du ihr Spinnenkostüm gesehen? Ich spinne doch nicht, oder? Ich bin eine Spinne. Was wolltest du sagen, Braxy? Sag schon. Willst du damit sagen, sie hat mehrere Geheimnisse? Sie hat mehrere Geheimnisse und mehrere Identitäten, Leute. Ich will damit nichts zu tun haben. Ich auch nicht. Ich werd hier weggehen. Ich muss das Odi sagen. Ich muss ihn warnen, Leute. Odi! Odi, wo bist du? Odi! Hey, wo bist du denn rausgekommen? Ich habe hier auf euch gewartet, du Doofkopf! Odi, das wirst du mir nicht glauben. Mein Fangirl ist Spider-Girl. Ja! Wie cool ist das denn? Odi, ich weiß, dass du verliebt in sie bist, aber das ist gruselig und ich will damit nichts zu tun haben. Außerdem, wo ist sie überhaupt hin? Ich glaube, sie fliegt hier rum mit ihren Spinnenweben oder so. Wenn ihr sie irgendwo seht, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, Leute. Wo könnte sie sein? Ehrlich, Leute, und was habt ihr da eigentlich an? Was macht ihr denn da wieder? Wir spielen Zauberer, Jimmy! Zauberer? Was kann der denn überhaupt? Gar nichts, das ist einfach ein Stück Holz. Ach, das ist... Warte, ich muss kurz was erledigen, Odi. Wir sehen uns gleich wieder. Okay. Ja, viel Spaß bei euch, bei eurem Spiel da. Außerdem müssen wir noch die ganzen Geheimnisse von den Fanmädchen herausfinden, Leute. Und ich habe sie da hinten gesehen. Was macht sie schon wieder bei meinem Swimmingpool da? Da sind ganz viele Autos. Diese Autos schenke ich alle Jimmy. Was? Außer dieses hier, das gehört nämlich meinem Freund. Ihr wisst gar nicht, ich habe nämlich noch einen Freund. Aber Jimmy wird mein neuer Freund werden. Leute, das sind zwei Geheimnisse. Leute, das sind zwei Geheimnisse in einem. Sie hat einen Freund und will mir Autos schenken. Aber wer könnte denn ihr Freund sein? Also ich weiß, dass Odi in sie verliebt ist. Braxy mag keine Mädchen und Lumi eigentlich auch nicht. Oh, von wem könnte das der Freund sein? Ich weiß nicht, Leute. Aber das Auto sieht echt cool aus. Ich wünschte, ich hätte so ein Auto. Wo ist sie hingelaufen, Leute? Nein, ich finde sie nicht mehr. Nein, ich glaube, sie fährt zu ihrem Freund. Wir müssen auf jeden Fall hinterher. Los, schnell! Leute, da vorne ist das Fellmädchen, aber warte mal. Das ist doch Bobby. Wir müssen uns mal anschleichen kurz. Wartet mal. Was machen die da? Ist das etwa der Freund von dem Fanmädchen? Niemals, Leute. Bobby, ich finde es gut, dass wir jetzt die Stadt übernehmen werden. Ich bin froh, dass du jetzt neu dabei bist. Nein. Ja, das ist ein richtig guter Plan, den wir haben. Nein, das ist die Stadt übernehmen. Den Jimmy werde ich später nochmal braten. Was? Aber Leute, ich dachte, ich mag nämlich kleine Jimmys. Aber ich dachte, das ist das Fan-Mädchen von mir. Es ist ja voll gruselig. Hat sie nicht gerade eben noch gesagt, sie will mir Autos schenken und so? Das ist ja richtig merkwürdig. Und warum lachen die beide da? Ich würde ja zu gern da reingehen, aber die darf mich nicht sehen. Weil sonst kann ich keine weiteren Geheimnisse herausfinden. Leute, wir müssen uns kurz verstecken. Hast du das gehört, Bobby? Was ist da? Nein. Irgendwas war hier, ja. Verstecken, Leute, die darf uns nicht aufspüren, das wäre gar nicht gut. Das war die Kuh hier. Okay. Ja, genau, das war die Kuh, sehr gut. Oh, Leute, ich habe sie jetzt weiterverfolgt und es ist schon wieder hell geworden. Und sie geht schon wieder zu meinem Haus. Was macht sie denn da? Oh, wir müssen aufpassen, Leute. Jetzt müssen wir wirklich ganz vorsichtig sein. Sie ist direkt... Lala, Mama. Was ist das denn?
Hä, was macht die denn da? Die soll mal Deutsch reden. Ich verstehe kein Wort davon. Hä? Was macht die da? Odi, hör auf, was macht ihr denn da? Oh, der hat mich erschreckt. Mann, ihr habt mich voll erschrocken. Schaut mal. Den hör ich hier. Hey, ich bin's. Und was machst du hier? Was soll das zu komischen Kerzen sein? Was ist das? Jimmy, du bist in die Falle gezappt. Du gehörst jetzt mir, deine Seele. Denn ich bin die böse Hexe. Was? Ich wusste gar nicht, dass sie eine Hexe ist. Oh, sie hat irgendwelche Fähigkeiten. Ich wusste doch, dass die verrückt ist, Odi. Die ist verrückt drin. Die ist richtig verrückt. Nein, das waren viel zu viele Geheimnisse. Das waren viel zu viele Geheimnisse über das Fango, Leute. Oh, das war keine gute Idee, Leute. Checkt auf jeden Fall meine Freunde ab. Die sind alle in der Videobeschreibung verlinkt. Und checkt jetzt gerne auch die anderen Videos ab. Die sind hier, die könnt ihr draufklicken. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Pusewertung da. Tschüss und da. Ich will nichts mehr von dem Fango wissen.